vorgenommen, als Sieger vom Platz zu gehen. Das, denke ich, haben wir souverän erledigt, die Aufgabe. Ja. Musste dann vor dem Spiel nochmal Leo Pankratz ersetzen, gestern Maxi Rall, ja, der war übel, und Leonie mit ihrem Oberschenkel, das hat dann doch nicht gereicht für einen Einsatz, aber das ist schon genau das, was ich vor der Runde schon gesagt habe, dass man einen ausgeglichenen Kader habe, dass die anderen dann einspringen oder spielen, und dann muss es genauso weitergehen wie vorher. Und das habe ich sie ganz gut gezeigt. Also der Gegner hat jetzt über 90 Minuten im Ansatz vielleicht 2-3 Chancen gehabt. Ansonsten haben wir das Spiel kontrolliert, haben schöne Tore geschossen. Vielleicht in der Summe kann ich dann sagen, okay, 2 mehr hätten sein müssen. Allerdings hat auch die Torhüterin von Köln ein paar richtig schöne Aktionen gehabt. Also im Großen und Ganzen mit dem ersten Auftritt zufrieden. Man hat trotzdem gemerkt, dass es ein anderes Spiel ist wie die Vorbereitungsspiele. Die Nervosität war dann doch anzumerken bei manchen Spielern. Und die gilt es halt jetzt rauszukriegen, dass man eigentlich nur an das denkt, was man umsetzen will, und wenn mal halt ein Pass schief geht, dann muss der nächste wieder passen, und mehr geht's nicht. Ja. Das Selbstvertrauen tanken aus dem Spiel, Vollgas geben, nächste Woche geht die Saison los gegen Potsdam, und dann sehen wir weiter. Wir können sehr zufrieden sein mit dem Spiel, mit dem 5-0-Sieg, denke ich, haben wir die Saison gut gestartet, und ja, im Endeffekt hätten wir das ein oder andere Tor noch mehr schießen können, aber ich denke, in der Höhe ist auf jeden Fall in Ordnung, und ja, haben an die Leistung in der Vorbereitung angeknüpft. Und die Tore waren natürlich noch eine schöne Nebensache. Ich freue mich immer, wenn ich Tore schieße. Ich denke, wir haben das gut rausgespielt, und ich habe dann noch das i-Tüpfelchen draufgesetzt. Ja, die Tore auf der 6 ist nicht ganz so einfach. Ich habe ja letzte Saison im Sturm gespielt, und jetzt läuft es so ein bisschen besser als letzte Saison. Ja, genau. Also wir sind jetzt erstmal glücklich, dass wir das aus der Vorbereitung mitnehmen konnten, die Siege, und jetzt gleich einen erfolgreichen Start machen konnten. Ist natürlich schön, dass ich gleich ein Tor beisteuern konnte, aber generell zählt einfach, dass wir gleich eine gute Leistung bringen konnten und natürlich in der nächsten Runde sind. Ja, war ein gutes Spiel von uns. Wir können zufrieden sein damit, wie wir gespielt haben. Haben hinten sehr, sehr wenig zugelassen, wenig Gegenangriffe gegen uns, und haben die 3 Spiele jetzt verdient mitgenommen. Was natürlich klar unsere Zielsetzung war, und ja, das haben wir durchgezogen, haben unser Spiel durchgezogen, haben dem Gegner unser Spiel aufgedrückt, und ja, so kann es weitergehen nächste Woche gegen Potsdam. Glücklicherweise haben wir mal unsere Torchancen, sage ich jetzt mal, genutzt, und ja, ich glaube, wir hätten nur ein paar Torchancen mehr machen können, beziehungsweise uns mehr Tore rausspielen. Am Ende hat es wieder ein bisschen daran gescheitert, dass wir sie dann wirklich alle verwertet haben, aber im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein mit uns. Ja, liebe Grüße an die ganzen Fans da draußen, und ja, wir freuen uns auf die nächste Runde.